Wie schreibst du E-Mails, die auch wirklich verkaufen und dabei nicht als Spam abgestempelt werden oder nicht als Spam rüberkommen? Genau das behandeln wir in diesem Video in den nächsten 5 bis 10 Minuten. Ich habe nämlich mal 7 Regeln aufgestellt, mit denen ich denke, dass deine E-Mails wesentlich besser verkaufen und das Gleiche ohne zu verkaufen. Denn sie kommen nicht rüber wie Verkaufs-E-Mails am Ende. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von E-Mail-Marketing, denn wer möchte schon diese ganzen Spam-E-Mails haben, wo ständig irgendwelche Texte ankommen bei einem, wo man direkt an der ersten Zeile schon erkennt, okay, da will mir jemand jetzt wieder was andrehen. So, das möchte im Prinzip kein Mensch, deshalb habe ich diese 7 Regeln einmal niedergeschrieben, um besseres E-Mail-Marketing zu machen. Das sind so meine Regeln, nach denen ich handle. Es gibt letztendlich viel, viel mehr noch, aber das sind so die 7 wichtigsten, vor allem wenn man noch kein Profi ist im E-Mail-Schreiben, okay? Und wir fangen mal an mit E-Mail Nummer 1, oder nicht E-Mail Nummer 1, Regel Nummer 1. Und Regel Nummer 1 ist aus meiner Sicht, sei kein Roboter. Auch wenn du B2B schreibst, wenn du für dein Unternehmen E-Mails schreibst, sei kein Roboter. Schreibe das Ganze aus menschlicher Sicht. Macht ein Gesicht dahinter klar. Macht eine Firmenideologie klar. Macht eine Wir daraus. Ja? Seid eine Family, eine Community, die kommuniziert jetzt gerade mit jemandem, der Teil davon ist. Seid nicht dieses abstrakte, wollen Sie wissen, wie, sondern bezieht den User mit ein, den Leser, und erzähl wirklich persönliche Stories. Beispielsweise wäre eine persönliche Sache, eine Kundenstory zu erzählen, eine Erfolgsgeschichte eines Kunden. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also lass die E-Mails nicht von vornherein so aussehen wie einen Verkaufstext. Und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema. Aktuell ist das Thema Copywriting wieder ganz groß im Kommen. Und Copywriting ist eine coole Sache, wenn man weiß, wie es richtig geht und wenn man seinen individuellen Stil reinbringt. Wenn man Texte kopiert, dann ist es was anderes. Das ist nämlich schlecht. Denn jeder Text ist zugeschnitten auf einen User, auf eine Zielgruppe, auf dessen Problem und dessen Wunsch. Und da kann man keine Texte kopieren. Da kann man Strukturen kopieren, aber keine Texte an sich. Okay, kommen wir zu Regel Nummer 2 für effizientes E-Mail-Marketing, das besser verkauft. Lerne es. Wirklich, lerne E-Mails schreiben. Schreib nicht einfach drauf los irgendwelche Sachen, sondern lerne es. Lass es dir zeigen, wie es geht. Und das muss nicht teuer sein, zeige ich dir am Ende auch, wie du das machen kannst, wie du das sehr, sehr günstig lernen kannst. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil viele Leute schreiben kunterbunt drauf los, mögen ihren eigenen Stil, den sie schreiben, aber es gibt den bekannten Spruch, der Fisch muss dem Angler schmecken. Der Fisch muss dem Angler schmecken. Nein, Steffen, der Köder muss dem Fisch schmecken. So, leichte Wortfindungsschwierigkeiten hier heute. Genau, und deshalb, so sollte man seine E-Mails schreiben, dass sie dem Kunden, dem Fisch schmecken. Und nicht sich selber nach der eigenen Fasson. Ja? Regel Nummer 3, nutze die Headlines vernünftig. Und Regel Nummer 3 hängt sehr zusammen mit Regel Nummer 4. Also die Headlines, der Betreff, sorgen dafür, dass der User, der Leser deine E-Mail öffnet. Das heißt, wenn im Betreff steht Newsletter Nummer 367, ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass dein User das öffnet. Weil da erzeugst du keine Spannung. Bring Spannung rein, verkaufe deine E-Mail. Und das ist verbunden mit Regel Nummer 4. Das ist ein Spruch, den Pascal Fay immer sehr gerne sagt, da bin ich ein Riesenfan. Verkaufe immer nur den nächsten Schritt. Verkaufe im Betreff die Öffnung der E-Mail. Verkaufe in der E-Mail den Klick auf einen Button oder den Klick auf einen Link. Verkaufe immer nur den nächsten Schritt. Und wenn du am Ende ein Produkt verkaufst oder eine Dienstleistung, dann verkaufe trotzdem nicht in der E-Mail das Produkt, sondern den Klick. Nach dem Klick kommt der User auf eine Seite. Auf der Seite verkaufst du den Klick auf diesen Button und dann wiederum. Ja? Schritt für Schritt. Sonst ist das Überforderung. Das heißt, du baust eine Treppe, einen Weg zum Ergebnis. Okay? Das war Schritt Nummer 4. Und auch das hängt eng zusammen mit Regel Nummer 5, nämlich habe immer nur ein Ziel. Ich sehe das ganz oft. Ganz oft bekomme ich E-Mails, wenn ich mich als Test in Verteiler eintrage, was ich recht oft mache, und dann
ist in dieser E-Mail, gibt es drei verschiedene Links für drei komplett verschiedene Sachen. Da steht drin, beispielsweise, kaufe unser Buch oder komm auch zu unserer Veranstaltung. In dem Moment, wo ich anfangen muss, mich zu entscheiden, was möchte ich denn da jetzt überhaupt, ist mir das schon zu viel. Oder ist vielen Usern das auch zu viel. Das heißt, schreibe deine E-Mail konsequent auf ein Ziel hinaus. Und für das nächste Ziel schreibst du eine extra E-Mail. Ja? Immer ein Ziel, eine E-Mail. Ein Ziel, eine E-Mail. Okay? Also mach es simpel auch für den User. Okay? Das führt uns direkt zu Regel Nummer 6. Nutze Strukturvorlagen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Copywriting ist gerade groß im Kommen. Und Copywriting ist, wenn du nur die Struktur nutzt, gut. Und die Struktur anpasst an deinen speziellen Traum- und Zielkunden, den du mal richtig definiert hast. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Der Großteil der Unternehmen, die ich kenne und wo ich auch schon gearbeitet habe und deren Partner genauso, haben ihren Zielkunden nicht genau definiert. Woher kommt das? Weil ganz oft gesagt wird, ich kann das nicht so sagen, dass wir haben gern den und wir haben gern den und wir haben gern den und wir haben gern den. Das stimmt in der Regel aber gar nicht. Wenn man mal wirklich an den Kern geht, dann haben die Leute doch Zielkunden. Und wer ist der Zielkunde? Der Zielkunde ist nicht eine Firma. Der Zielkunde ist der Mensch in der Firma, mit dem deine Schnittstelle, deine Unternehmensschnittstelle gerne Kontakt hat und wo die Zusammenarbeit super funktioniert. Und der, die deine Vorschläge annimmt als Unternehmen, der deine Preise zahlt, der nicht meckert, der mitarbeitet und der dir am besten gefällt. Und das heißt, ein Zielkunde ist nicht ein Unternehmen, ein Zielkunde ist in der Regel, das Unternehmen kannst du dir vorstellen wie ein Rahmen, und der Zielkunde ist da drin eine spezielle Person. Und man kennt das doch selber, es gibt Unternehmen, die passen vom Prinzip her super zu einem und dann kommt man mit seinem Ansprechpartner überhaupt nicht klar. Und genau darum geht's. Denn dieser Ansprechpartner, der ist dein eigentlicher Zielkunde. Okay? Und das ist der Fisch, dem dein Köder schmecken muss. Und genau für den solltest du das Ganze schreiben und für den solltest du dann eine Strukturvorlage anpassen. Weil ich weiß das Problem, dass viele Leute mir sagen, Steffen, ich bin in der Marketingabteilung bei mir im Unternehmen und ich weiß gar nicht, wie soll ich denn jetzt einen Kunden anschreiben? Schreibe diese E-Mail für deinen Traumkunden im Unternehmen, für deinen Partner. Okay? Deinen Partner im anderen Unternehmen. Schreib es genau für den und du wirst mehr davon anziehen sogar noch, prinzipiell in deinem ganzen Marketing, in deiner ganzen Werbung und nicht für das Unternehmen, weil dann müsstest du theoretisch ja, weiß ich nicht, 50 bis 2000 Leute ansprechen bei einem klassischen Mittelständler. Und das wirst du nicht schaffen. Also schreib es für die Person, die dich interessiert, mit der du zusammenarbeiten willst. Ganz, ganz wichtig, nutze dafür Strukturvorlagen. Punkt Nummer 7, auch wichtig, habe etwas zu sagen. Schreibe nicht eine E-Mail jede Woche, weil du jede Woche montags um 11 Uhr eine E-Mail schreibst. Schreibe immer dann eine E-Mail, wenn du was zu sagen hast. Und schreib sie dann auch. Mach eine Message draus, bring deine Message rein. Ja, und auch wenn du für dein Unternehmen stehst, sprich das ab mit deinem Chef oder vielleicht sogar mit deinem Geschäftsführer, welche Messages ihr raushauen könnt. Schreib dann, wenn ihr was zu sagen habt und nicht, wir machen wöchentlich unseren Newsletter am Montag um 11 Uhr. Leute, der muss so geil gemacht sein, dass der überhaupt Aufmerksamkeit erregt. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passt. Ja? Okay, das ist mein Tipp, meine 7 Regeln fürs E-Mail-Marketing. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich werde noch viele, viele weitere Videos, nicht E-Mails, Videos zum Thema E-Mail-Marketing machen. Wenn du da handhabende Tipps zu haben möchtest, dann empfehle ich dir dieses Buch. Das kostet 6,95 Euro. Das ist wirklich fast geschenkt. Da drin sind sehr, sehr viele Strukturvorlagen. Da drin wird das Thema E-Mail-Marketing sehr, sehr genau erklärt von René Rink. Man sieht bei mir, wie benutzt das ist, wie durchgenudelt das ist. Ich habe das schon so oft benutzt und ich ziehe das immer wieder ran, weil er super Vorlagen hier drin hat. Wirklich, dieses Buch ist Gold wert. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon wieder aus dem Schrank geholt habe und mir angeguckt habe, wenn ich mal wieder nicht wusste, okay, wie schreibe ich jetzt meine nächste E-Mail? Ich hatte was zu sagen, aber wusste nicht, welche Struktur benutze ich. Okay? Und das ist Gold wert. Ich schicke dir den Link mal hier unten und tue ich hier in die Bio. Ich kann es dir wirklich, wirklich nur empfehlen. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem
E-Mail-Marketing. Wenn du Fragen hast, dann schreib die bitte, bitte in die Kommentare. Da mache ich Videos dazu. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Dieser Kanal soll helfen. Wenn was über ist an Wissen, was du nicht mitgekriegt hast hier, schreib es in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal. Ja? Klingel oder nimm die Glocke mit. Markiere die Glocke, so wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Und dann freue ich mich, wenn du hier auf dem Kanal dabei bleibst und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis bald, dein Steffen. Ciao.